Und dann ist das schuldig Staatsregierungen, die sich immer instrumentalisieren lassen von diesen, die dort die Macht über die Verteilung von Arbeit haben. Und das kommt zu kurz in eurem Programm, in euren Leitlinien. Wir müssen genauer die Schuldigen, die Verursacher ausmachen, damit wir dann die Vernetzung der Verursacher auch viel deutlicher machen können und deutlicher machen können, wo wir sozusagen ansetzen. Schuldig ist doch auch nicht zum Beispiel, dass wir jetzt um den Mindestlohn kämpfen oder Ziel. Wir kämpfen doch um was ganz anderes. Wir kämpfen um Tariflöhne, um Tarifbindung und nicht Tarifflucht. Und weil wir das nicht hinkriegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil wir das nicht hinkriegen, ist der nächste Schritt, um Armut in Zukunft zu vermeiden, Mindestlöhne und hier, so wie in anderen europäischen Ländern, ein gesetzlicher Mindestlohn, von dem man seine Existenz sichern kann und Persönlichkeit entwickeln kann. Und dieser Zusammenhang kommt uns bei euren sozialpolitischen Leitlinien zu kurz. Nun kann ja einer sagen, und der Kollege Pellmann hat das gemacht und auch die Kollegin Klepsch, ja, es ging uns ja um Sozialpolitik. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sozialpolitik braucht Basis und das ist Ökonomie und Wirtschaft. Und insofern muss es eurer Partei gelingen, dazu Aussagen zu machen. Und das ist doch in Sachsen so gut wie nicht vorhanden von dieser Staatsregierung. Ein Bild zur Wirtschaftsstruktur und Dienstleistungspolitik, einschließlich Klima und Energie. Es ist nicht vorhanden. Und aus diesen Gründen haben wir doch Regionen wie die Lausitz oder das Erzgebirge, wo nicht viel Basis da ist. Jetzt gilt es zu entscheiden, was machen wir mit den Regionen? Lassen wir sie im Prinzip, überlassen wir sie dem Alterungsprozess, überlassen wir ihm den Tourismus oder bringen wir völlig neue Fragen hinein, die Wirtschaft und Industrie wieder aufbaut in diesen Regionen. Ihr habt das Kapitel Auseinandersetzung mit Ökologie und Sozialem. Hier fehlt mir völlig, welche Vision habt ihr denn für Sachsen, dass es mit Arbeitsplätzen, mit Beschäftigung in Zukunft zu existenzsichernden Löhnen und mehr persönlichkeitsfördernden vorangeht? Welche Position vertreten wir zu diesen Veröffentlichungen von 2 Wochen der Staatsregierung zur Klimapolitik? Ich kenne immer noch keinen Energieplan, der für Sachsen ein Aufbauprogramm, ein Investitionsprogramm möglich macht zum Thema Netze, zum Thema wie bezahlbar, zum Thema neue Fragen in den Branchen, um energiesparend zu produzieren, beziehungsweise um Produkte im Prinzip zu fördern für die Produktion, die energiesparend sind. Wo gibt es einen Atlas für Sachsen, der sowas ausdrückt? Im Gegenteil, in Sachsen ist zurzeit, was Arbeit angeht, immer noch der alte Spruch der CDU möglich: Sozial ist das, was Arbeit schafft. Niemand setzt sich auseinander mit den völlig neuen Formen der prekären Beschäftigung, zum Beispiel der Werkverträge, wo überhaupt nichts mehr geregelt ist, wo Menschen für einen bestimmten Zeitraum, für einen bestimmten Objekt arbeiten gehen und uninteressant ist, ob sie rentenversichert sind oder nicht. Schaut doch mal hin, wie viel im Baunebengewerbe überhaupt keine Rentenversicherung mehr haben, wo wir gucken müssen, dass sie einen bezahlen. Sachsen hat auch keine Vorstellung, wie mit den völlig neuen Fragen des Strukturwandels in der Industrieproduktion umzugehen ist. Und hier mangelt es bei euch auch. Wie sieht es denn aus, wenn wir uns
anschauen. Wie wird das Verhältnis sein, Industrieproduktion und Dienstleistungssektor? Welche neuen Fragen entstehen für Gewerkschaften in diesem Bereich der Dienstleistung? Die IG Metall berichtet mir, und ich habe es auch neulich auf dem Parteitag der SPD benannt, dass in ihren Branchen diese Ausgründung und Privatisierung in Bereiche der Dienstleistung rasant vor sich gehen. Ganze Logistikbranchen bemächtigen sich zum Beispiel der Zulieferung von Automobilteilen, die aber viel schlechter bezahlt werden als die Automobilbranche, wo es auch noch keine Tarifverträge gibt. Oder wie geht es aus in den Dienstleistungsbereichen im Handel, in Beratung oder in Pflege, die wie Pilze aus dem Boden schießen, wo im Prinzip wir es schwer haben, die Löhne und die sozialen Bedingungen auf der Arbeit überhaupt anzugreifen. Und hier fehlt ein Abschnitt beim Sozialen völlig. Der Bereich, wie sozial geht es denn im Betrieb zu? Was spielt gute Arbeit für eine Rolle? Was machen wir mit Arbeitszeiten? Was machen wir mit Gesundheitsprävention? Was machen wir mit den Fragen Familie und Beruf oder auch im weitesten Sinne von Familie mit Partnern? Oder aber was machen wir mit dem Thema Pflege für die Eltern oder für andere Partner in unseren Familien? Ich will damit sagen, ein Problem des Sozialen habt ihr völlig ausgespart aus unserer Sicht, nämlich das Soziale im Betrieb. Und insofern denke ich, gute Arbeit muss damit verbunden werden. Und da reicht manchmal ein Abschnitt in so einen Leitlinien, das muss man nicht richtig über Seiten ausformulieren, man darf es nur nicht vergessen. Und in dem Sinne möchte ich noch ein paar Worte zu eurem Demografieabschnitt ansprechen. Weil der genau diese Fragen wieder mit sich trägt, wer ist schuld, wer ist Verursacher, was kann man der Staatsregierung anlasten, wo ich ja weitgehend bei euch bin in der Kritik, aber mir kommen die anderen Verursacher zu kurz. Wir haben der Staatsregierung vor mehreren Wochen eine Zuarbeit übergeben zum Thema Fachkräfteentwicklung mit sehr vielen Vorschlägen. Ihr schreibt in euren Leitlinien was von Kreativität und neuen Vorschlägen, die ich in diesem Fall Demografie übrigens vermisse. Wo liegen eure Vorschläge bei dem Demografie-Thema? Und dort haben wir reingeschrieben, dass es dringend notwendig ist für dieses Land, dass wir ein Gremium brauchen, egal wie wir es nennen. Thüringen und Sachsen-Anhalt haben es längst. Was sich mit diesen Fragen beschäftigt, junge Menschen hier zu behalten und im Prinzip von der Berufsausbildung angefangen bis hin zum Alterungsprozess diese Sache zu gestalten.